Freunde, was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Ich muss heute wieder ein bisschen leiser sein, Freunde. Aber ist tatsächlich auch nicht so schlimm, denn ich bin euch ehrlich, es ist leider eine Schmutzwoche. Kann ich euch jetzt schon so sagen. Aber Freunde, gönnt doch einfach auf Ehre trotzdem die Watchtime und bleibt dran. Zuerst natürlich die Grüße. Und zwar geht es los mit einem dicken, fetten Gruß an den Ehrenbruder Dirk Hagenbucher. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, Digga. Und es mit der Meisterschaft. Da schauen wir noch, wie es läuft, oder? Außerdem noch ein knackiger Gruß von Milanos an seine 6 in Deutsch. Was soll das denn, Milanos? Was mit deiner Zukunft? Hä? Natürlich gibt es auch wie in den letzten Wochen noch ein kleines Update bezüglich des Shops. Und zwar, dass es kein Update gibt, Freunde. Ich habe heute Morgen wieder mit dem Support telefoniert und es gibt immer noch nichts Neues. Es ist immer noch der gleiche Stand wie jede Woche. Es nervt mittlerweile wirklich komplett. Ich bin wirklich am Durchdrehen, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, falls es was Neues gibt. Und ich würde sagen, bevor ich mich hier noch mehr aufreg, gehen wir rein in die Eventwoche. Let's go. Wir fangen an mit doppelt Geld auf den Turf Wars Gegnermodus. Dann gibt es nur noch 50% mehr Geld auf das Hangar Business. Das wurde zwar dauerhaft verdreifacht vom Geld her, aber es ist immer noch nicht ein wirklich gutes Unternehmen. Klar, mit nochmal 50% mehr obendrauf ist es nicht bad. Nutzt das auf jeden Fall mal aus diese Woche, falls ihr das Unternehmen sowieso schon habt. Aber es euch empfehlen, das Ding sich aus businesstechnischer Sicht zu kaufen, kann ich nicht. Wenn ihr wissen wollt, warum genau und ihr einfach doch noch ein paar Details mehr über das Hangar-Business hören wollt, dann schaut gerne bei meinem Hangar-Business-Guide vorbei. Da gehe ich natürlich auf alle relevanten Sachen ein bezüglich des Unternehmens. Außerdem haben wir auch noch 50% mehr Geld auf die erste Dosis und letzte Dosis-Mission. Das waren dann auch schon die Geldboni, nicht besonders krass. Bei Luxury-Autos stehen diese Woche einmal der Grotti Visione und danach der Übermacht SC1. Und bei Simeon stehen diese Woche einmal der D-Classy Impala, der Dinka Jester, der Vapid Flash GT, der Vapid Retinue und dann noch der Übermacht Sentinel. Das normale Zeitrennen diese Woche ist das Observatorium-Zeitrennen, das RC Bandido-Zeitrennen ist das Fuerte Blanca-Zeitrennen und das HSW-Zeitrennen. Bin ich mir nicht wirklich sicher. Soll anscheinend das Del Perro Beach-Zeitrennen sein. Ich habe ja selber keine Next-Gen-Konsole und letzte Woche war es schon das Del Perro Beach-Zeitrennen. Deshalb ist es wahrscheinlich doch ein anderes diese Woche, aber ich habe nirgendwo rausgefunden, was es wirklich diese Woche ist. Da müsst ihr euch dann selber informieren, es tut mir leid. Bei den Immobilienrabatten haben wir diese Woche passend zu den Geldboni 30% auf die Hangars, inklusive Renovierungen und Verbesserungen. Wie gesagt, aus geldtechnischer Sicht kann ich das Business euch nicht empfehlen, aber es ist natürlich eine praktische Immobilie wegen den Luftfahrzeugen und dann macht es natürlich Sinn, den Rabatt mitzunehmen, falls ihr das noch nicht habt. Aber es ist auf jeden Fall auch der einzige Immobilienrabatt und wir gehen weiter zu den Fahrzeugen. Denn bei den Fahrzeugen haben wir 30% einmal auf den Bravado Greenwood, auf den Übermacht SC1, auf den Vapid Flash GT und dann auch noch auf die Western Company Rogue. Kommen wir noch schnell zum Podiumsfahrzeug diese Woche, Freunde. Dort steht diese Woche der legendäre Centorno. Wundervolles Auto. Kostet euch normalerweise etwa $700.000. Also sucht auf jeden Fall euer Glück. Und zu guter Letzt natürlich noch das LSK mit Preisfahrzeug. Dort steht diese Woche der Jugular. Der würde euch normalerweise 1,2 Millionen Dollar kosten. Um den zu bekommen, müsst ihr aber auch 4 Tage in Folge Platz 1 beim Verfolgungsrennen werden. Mies stressig auf jeden Fall. Und die Testfahrzeuge im LSK mit sind diese Woche der Bravado Greenwood, der Duboshi Rapid GT Classic und auch noch der Lampadati Furore GT. Und ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Eventwoche. Wieder mal nicht so der Burner. Ich hab's euch aber auch am Anfang gesagt, Freunde. Trotzdem schön, dass ihr bis hierher geschaut habt. Wichtig natürlich für alle, die es noch nicht gesehen haben. Die Stream-Highlights für den April sind jetzt auf dem Stretchbird-Kanal online. Also schaut da gerne vorbei, Freunde. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Eventwoche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, Freunde. Und wenn ihr mich noch mehr supporten wollt, folgt gerne rein auf Twitch und folgt gerne rein auf Instagram und kommt auch gerne in unseren Discord rein. Wie gesagt, lasst auch gerne ein Abo bei meinem Zweitkanal da. Wie ihr wisst, natürlich alle Links sind unten in der Videobeschreibung, Freunde. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß diese Woche. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.